Zurück im Witherstorm bei Minecraft Story Mode und wir müssen jetzt mal uns ein bisschen. Oder arme Hühnchen. Hier sind die Leute gefangen. Wow. I recognize these people. Oh, okay. Hier sind die Leute gefangen. Eieiei. Oh Mann, oh Mann. Aber, huch, die können ja wirklich nicht mehr viel machen. Oh. Oh Gott, ist der Metzger. Ah! Ruben, wait up! Ist der Fleischer. Oh Gott. Wasn't that guy at Endercon? Ja, war er. Ach Mensch, Hubert Ruben, was machst du schon wieder hier? Ach, das Ding kannst du einfach mal so drehen. Ja, klasse. Oh! Oh! Ha! Schneller! Geh! Huh! Oh Mann, oh Mann. So, jetzt hier total einfach, einfach raufhauen. Mit dem Schwert. We meet again, Command Block. Now it's time to destroy you. Oh. Huh? Okay. Wir haben ihn durcheinander gebracht, aber. Ich glaube auch. Oh je. Great. Whatever happens, we have to destroy that command block. You understand? Überall Tentakeln. Okay. Einfach abschlagen. Wird schon. Ja. I'm coming, Ruben. Richtig cool. Awesome weapon. Don't fail me now. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das reicht nicht, ne? Heilige! Holy moly! Ja, holy moly! This thing won't die! Wir müssen da jetzt hochkommen. I'm gonna climb up there and use one of those tentacles to swing toward the command block. Natürlich! Gar kein Problem. Stay here, Ruben. I mean it this time. Oh Gott. Ja, ich drücke schon weh. Habe ich schon mitbekommen. Gar kein Problem. Oh, oh. Na? Immer noch weh drücken? Oh. Na, super. Was macht denn er? Guck. Guckt er jetzt hier ein bisschen rein, oder wie? Der hört nie auf uns. Dieses Schwein ist nicht gut erzogen. Eieieiei. Oh, oh. Oh, oh. Kann das Ding einfach mal abfallen? I know exactly how to get up there. Mit dem Traktorstrahl. The tractor beam. Hey, you! Hallo! Einäugiger! Alles gut, Boom. Halt dich versteckt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hei, 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 hei. Why'd I have to look down? Ja, das ist ne... Gottes Willen, da kriegt man eine Höhenangst hier.
Und die habe ich nicht mal. Genau. Ach. Apportieren, ja. Oh Gott. Gott. Ruben. 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 Robert. Okay. Alter Schwede, was ist denn hier los? Wo landen wir jetzt? Oh, im Wasser? Na, was für ein Zufall. Oh. Oh Gott. There you are. Jesse, are you all right? We thought you were. Wo's Ruben? I mean, I didn't think you'd made it. Ruben! Where's Ruben? I thought he was with you. You did it, Jesse! You actually did it! Oh! Hey, do you guys hear something? Oh nein! Ruben! Oh nein, das arme Schwein! Oh nein. Ach, das ist gemein. Das ist blöd. Oh, no. Ruben? No. You're a hero. You know that? You just helped save the world. Come on, Rube. Say something. No, das arme Sch... Oh, je. Oh Gott. Ruben, don't do this to me. I need you, boy. No. Warum muss denn nochmal jemand sterben? Oh, das ist aber makaber. Jesse, I am so sorry. Oh nein. Also, ich muss ja sagen, wer ist denn eh? Achso, das sind die Leute, die wir gerettet haben. Ich weiß ja, dass in Minecraft die Schweine ihr also Fleisch verlieren, aber das muss man doch nicht im Story-Mode machen. Ganz ehrlich. Warum muss das Schwein sterben? Das ist gemein. Eine Woche später. Kann man den vielleicht zurückholen mit dem Fleisch?
People used to look at me like that once, Jesse. Having my memory restored has been both a blessing and a curse. Ist Petra auch wieder gesund? Perhaps they deserve to know the truth about the order. All those lies we told them. Lass ihn ihren Glauben. Ja, absolut. Don't tell them, Gabriel. Just let them have their legend. We all owe a great debt to Jesse and her friends. But I owe a debt to you people as well. Which is why there is something I want to tell you about the Order. We may have defeated the Ender Dragon, but that is nothing compared to what these heroes did. They took down a Witherstorm. They are a new generation of heroes. Oh, das arme Schwein. Find das blöd. Aha, Jesse. I know you think I'm up here because I saved the world or something. But the truth is, I didn't do it alone. Das Petra. Far from it. Ich hatte den Ohren, ich hatte Room. Ich hatte meine Freunde. You see, I had my friends with me. There was Olivia, Axel, Petra, Lucas. Sie haben niemals aufgegeben. They never gave up on the world or on me. Well, maybe once or twice. If they only knew. It's crazy to think my friends and I started out in a treehouse. And now we've been to some of the weirdest places in the world. Am Ende in den fernen Ländern im Nether im Redstonia. I mean, come on. We went to the Farlands. There was this gigantic wall, and a huge maze, and a model of the Ender Dragon that... Well, you just had to be there. But when all was said and done, you know what really mattered? Ruben war mein Held, den Orden wieder zu vereinen, die Mission abzuschließen. My hero. Ruben the Pig. He may have seemed like just a pig to most people, but he was so much more. No, das arme Schwein. And at the end of the day, he saved us all. For Reuben! No! Jesse! This is the Nether Star that dropped when the Witherstorm was destroyed. Uh-huh. You want to do the honors? This is gonna be so cool. Hui! Friends, I am now pleased to introduce to you the new Order of the Stone. And so it was that a new Order of the Stone was born. One whose adventures were only just beginning. For though the world had been saved and the command block destroyed, there are many more worlds than just this one. Die Abenteuer des neuen Ohren des Steins werden in Minecraft Story Mode Episode 5 erzählt. Moha? The
Lass mal wieder durchlaufen, das ist ja mal ein bisschen zu schnell. Ach so. Was? Aktualisiere, um die neuesten Auswahlmöglichkeiten runterzuladen? Warum sollte ich das? Aha, konnte mal wieder nicht hergestellt werden, so wie immer. Okay. Okay, ich dachte, wir sehen jetzt noch wieder diese Entscheidung, aber scheint diesmal nicht zu funktionieren, warum auch immer. Ich bin verwirrt. Das war's? Und Episode 5 ist einfach dann nur noch die Abenteuer von denen? Liebe Telltale-Leute, ich finde das ein wenig an den Haaren herbeigezogen. Also mal wirklich. Obwohl, vielleicht könnte man ja euch auch sagen, danke, dass ihr das wenigstens nur noch dann in eine Episode packt und nicht eine ganze neue Staffel draus macht, um Geld damit zu verdienen. Keine Ahnung. Also Apple findet das richtig blöd, dass das Schwein sterben musste. Finde ich voll kacke. Finde ich wirklich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Also kann mir jetzt nicht nur vorstellen, dass das nur bei mir so ist, sondern bei anderen es sei rettet oder so. Wenn nicht, dann naja, dann ist es halt so bei mir. Aber das ist das Schwein. Und davon mal abgesehen. Ich finde es total makaber, aus dem Schwein ein Stück Schweinelende zu machen, wie im richtigen Spiel. Wenn man ein Schwein tötet oder wenn ein Schwein stirbt, dann kommt da manchmal Schweinefleisch raus. Das muss man doch im Spiel hier nicht machen. Finde total kacke. Finde wirklich richtig, richtig blöd. Das finde ich nicht so gut gemacht. Ne. Also, weiß ich nicht. Schon traurig genug und da muss man nicht nur so was machen. Ach, so ist das. Okay, also wir haben eigentlich den Minecraft-Story-Mode geschafft. Wir sind jetzt die neuen Helden, weil die anderen Helden, die konnten irgendwie eigentlich nichts. Eigentlich, die konnten schon mal. Sie konnten gut mit Redstone umgehen, die waren gute Zauberer und alles. Aber was das Kämpfen angeht, da haben sie sich ein bisschen den Vorteil verschafft durch den Block, durch den Befehlsblock. Und wir haben es nun wirklich, also mit Spucke und Durchhaltungsvermögen haben wir da wirklich geschafft, diesen blöden Witherstorm zu besiegen. Wir haben leider Elegard verloren und wir haben den guten Hubert verloren. Finde ich voll kacke, immer noch. Ja, und unsere neuen Abenteuer des neuen Orden des Steines, obwohl wir der Orden des Schweines heißen eigentlich, ist dann in Episode 5. Sehr seltsam. Ich bin mal dann gespannt, wie das wird. Wie ihr sagt, also... Ich muss ja sagen, dieses Spiel, es macht Spaß. Es macht Spaß, es ist unterhaltend. Aber wie ihr sagt, ich meine, da sieht es auch an den Klickzahlen, dass es nicht gerade so ein gut ankommendes Projekt ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur wegen den Klicks, um Gottes Willen. Nur deswegen würde ich jetzt niemals sagen, das Spiel ist kacke, die Klicks sind zu wenig. Nee, gar nicht. Es ist einfach nur, ich finde auch allgemein, dass das Spiel halt nicht so der absolute Burner ist. Und das hat sich jetzt von Episode zu Episode immer mehr rausgestellt. Wie ihr sagt, also, das ist halt so ein extra Ding für Minecraft, aber irgendwie, es ist nicht Minecraft. Und, es würde jetzt für Minecraft so ein Modus rauskommen, der auch wie so ein Story-Modus ist, wo man aber dann wirklich so ein paar Quests hat, wo man wirklich mal in dieses Village da gehen muss und dem einen Ozelot bringen muss oder irgend so ein Unsinn halt. Halt so typisches Quest-Quest-System, so geh von A nach B und bringe C, D sozusagen. Würde total geil sein. Oder dann zu sagen, geh in den Nether und hol mir da eine Gasträne und dann kriegst du von mir das und das. An sich ist so dieses Handelssystem schon so ähnlich bei den Dorfbewohnern in Minecraft, aber halt das ein bisschen weiter auszubauen. Für die Leute, die halt immer nicht so viel Fantasie haben, sich da halt einen Kopf drum zu machen in Minecraft, sich eine eigene Story im Hinterkopf zu halten, glaube ich, wäre das ganz cool. Und es würde dem ganzen Spiel vielleicht so ein bisschen Schwung wiedergeben. Ich weiß es nicht. Obwohl ich finde, dass Minecraft immer seinen eigenen Schwung hat. Also... den verliert das für mich nicht, dieses Spiel. Ich mag es halt immer unheimlich, selbst nach den ganzen Jahren. Aber ich finde halt nicht, dass dieser Story-Mode den eigentlichen Story-Mode, auf den immer alle gewartet haben, für Minecraft ersetzt. Um Gottes Willen gar nicht. Nein. Never ever. Dafür ist das hier viel zu simpel gehalten. Viel zu sehr manchmal an den Haaren herbeigezogen, zu simpel gehalten und zu...
Es ist zwar ein roter Faden drinne, aber der rote Faden ist verblasst von der Story her manchmal an manchen Stellen und ist dann halt zu einfach, ja. Ist halt nicht so komplex, so. Schnell, schnell, ha, hu. Und aber trotzdem irgendwie nicht zu schnell, dass das Spiel super, super schlecht ist. Also auf keinen Fall. Naja, mein Gott. Also an sich haben wir das Spiel geschafft, ne? Aber da ist ja noch eine 5. Episode, wo wir dann wohl ein neues Abenteuer erleben werden. Und ich denke mal, das werden wir nicht fertig bekommen. Und dann kommt bestimmt so, um die Abenteuer weiterzuerleben. 2. Staffel. Puh. Ich weiß es nicht, ja. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich denke mal, es wird nicht lange dauern, bis es rauskommt. Und die 4. Episode wäre geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe leider nicht mehr zu sagen. Mir fällt mir gerade gar nicht weiter ein. Außer, dass ich das mit dem Schwein wirklich nicht in Ordnung finde. Nicht nur, dass es gestorben ist, sondern dass es irgendwie... Ich finde das ein bisschen makaber mit dem Fleisch. Ich weiß auch nicht. Das hat mir nicht so gefallen. Fand ich ein bisschen blöd. Naja. Vielleicht seht ihr das ja anders. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euch beim Zuschauen. Ja, beim Zuschauen. Nein, natürlich nicht. Fürs Zuschauen bedanke ich mich. Und ich hoffe, ihr macht euch heute noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns natürlich demnächst oder an anderen Projekten oder wann auch immer ihr wollt. Bis dann. Ciao.